Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge von Live 3, meine Lieben. Wir sind wieder am Start und ich freue mich so, muss ich ganz ehrlich sagen, denn wir haben in der letzten Folge endlich uns eine eigene Presse gekauft. Wir haben uns eine eigene Presse gekauft. Ich bin so begeistert, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich freue mich. Und wie gesagt, die Sache mit Guido, die kriegen wir auch noch wieder in der Reihe. Wir sprechen dann nochmal mit ihm und müssen dann einfach mal schauen. Aber wir sollten ja hier bei Feld 1... Oha, wollen wir mal gucken. Mal gucken, hier sollten wir da irgendwie... Sollten wir da irgendwie hinkommen hier. Das hier, bin ich da hier richtig? So, warte. Gut, müssen wir halt mal sehen, wo wir uns hinstellen. Mal halt mal gucken. So, mal gucken hier. Auch, aber... Hallo, bin ich... Hallo, bin ich hier richtig? Hallo Herr Ackermann, ja klar, hier sind Sie richtig. Okay, ich grüße Sie, Herr Blümchner, Herr Dr. Held, so, Entschuldigung. Guten Tag. Also kann ich hier auf der Wiese kurz drehen, macht das was, ist das okay, oder? Nee, Sie können auch hier hinten kurz parken. Oh, okay, das ist ja, das ist schön, danke. Guck mal, bin ich der Erste? Ja. Ach gut. Ja. Überpünktlich. Hey, das muss ich Ihnen erzählen. Ich habe von so einem Landhandel gehört. Okay, vielleicht haben Sie von dem auch schon mal gehört. Ich komme immer unpünktlich. Landhandel? Ja, aber der ist nicht von hier. Der ist irgendwie von auswärts. Da gibt es also, Mitarbeiter und so einen Chef. Die sind immer unpünktlich. Gott, das kann ich ja gar nicht leiden. Das ist katastrophal. Wissen Sie, wenn man, ich glaube, da ist das so, wenn die irgendwas hier so wie hier, so Viertel drei oder so, ne, da muss man sagen, Viertel zwei, dass die Viertel drei da sind. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja. Ich habe dort etwas gehört von einem Herr Hafer, der, von dem habe ich nur Schlechtes gehört bis anhin. Das kann ich so nicht mal. Hallo! Ja. Guten Tag, Hilden, ich grüße dich, ich freue mich, dich zu sehen. Lass dich mal drücken. Ja. Ja. Geht's dir gut, Hilden? Ja, mir geht's gut. Das ist schön, das freut mich. Du hast wirklich eine schöne Gesichtsfarbe bekommen, muss man sagen. Ja, ich bin letzte Zeit viel draußen auf dem Feld. Ne? Das ist gut, aber deine Wampe wächst auch mit. Ja, das wohl auch. Ja. Nee, ist er mir fast da hingefallen. Ne? Unglaublich, unglaublich. Hier ist was los. Da, Männers. Hallo, Herr Schlutberg. Da hast du mich ja gut aufs Kreuz gelegt. Hab ich schon gedacht, hier dreh ich immer rückwärts oder sowas. Ja, warte, wenn was noch kommt. Mach das nicht, bitte nicht. Ja, wie, was, wo, dreh ich immer, wo? Herr Siegesmund. Guten Tag, Herr Fruchtzwerg. Morgen. Ich heiße Schlossberg. Hallo, Herr Meter. Hallo. Guten Tag. Maximilian, ich grüße dich. Guten Tag. Wie geht's dir, mein Junge? Sehr gut, und selbst? Ich habe gesehen, du hast dir was Neues gegönnt. Oh ja, guck dir das mal an. Das kann ich dir auch holen, ihr Beispiel. Wunderschön. Ja. Guck dir das mal an. Weißt du, das musst du vergleichen. Ne? Ich war ja nicht immer alleine. Ne? Ich hatte ja früher meine Frau, die hieß Mathilde. Ne? Ja. Also, die hatte Kurven, mein Junge. Weißt du, guck dir die Presse an. Die hat genauso Kurven wie die Presse gehabt. Was kostet der Hobel? Also um die 110.000. 110.000? Ja. Du musst es ja dicker haben, Junge. Und was kann das? Was kann das denn jetzt hier alles? Ja, das ist mit Vorpreiskammer, das heißt, du musst nicht mehr anhalten. Oh. Aber es ist nur auf Raten gegangen. Naja, egal, Hauptsache, ne? Aber wenn man jetzt so viele Dinger hat wie du, da kann man sich sowas auch leisten. Für 100.000, du, leg mir am Arsch, ey. Ja. Ich weiß zu viel. Hallo, Herr Regner. Also, guten Tag, Herr Regner. Den Regner Hallo. Überall rausgeboxt. Jetzt nee. Weiß nur mal, das muss ganz anders sein. Meine Herren, sind Sie denn fertig? Ja. Guido, hallo. Moin. Das war hier alles ein bisschen kurzfristig. Wir wollen für unsere zukünftigen Touristen hier ein paar kleine Figuren aufbauen. Und da hätte ich gern Ihre Hilfe. Ja. Da haben der Herr Dr. Held und ich uns gedacht, ja, da können wir ja vielleicht einen kleinen Wettkampf draus machen. Oh, ja. Vielleicht geht es dann ja auch bei Ihnen ein bisschen schneller, wenn Sie sich oder wenn Sie was gewinnen können. Und ja, wir wollten halt einen kleinen Anfang. Aber man kann was gewinnen? Ja, klar. Was denn da? Das sagen wir dann. Ah, okay. Ach so. Okay. Ja, dann. Wäre es super, wenn es was zu gewinnen gibt. Da, ja, toll. Was müssen wir machen? Die in einer Reihe aufbauen, oder was?
Das erkläre ich Ihnen jetzt. Ah, okay. Also, Sie haben hier für jeden einen Nanitu-Teleskoplader. Gerät. Und jeder hat 4 Heuballen da liegen. Ja. Ach du Scheiße. Dann nee, oder? Hätten wir es gerne. Ach nee. Dass Sie uns diese Figur aufbauen. Wie jetzt? Weil es die hier steht? Ja. Oh nee. Die haben sie doch mit Holz zusammengesteckt. Nö. Wenn man weiß, wie es geht, geht es ganz schnell. Ja, ich sehe es. Hier sind doch hier diese Schaschlikspieße drin. Ja, aber die sind doch eingeklebt, oder? Geht's los? Ich will ganz außen hin. Da ist nichts dran. Ich möchte Sie nur bitten, fair zu bleiben und in Ihrem Bereich zu bleiben. Ja, was wäre denn der Bereich? Ja. Das hier. Ach, weißt du, hier in dem Bereich sind wir das machen, oder was? Ja, genau. Ah, okay. Und also einfach hier in diesem Viereck quasi diese Figur aufbauen, okay? Ja, genau. Ah, okay, super. Und am besten wäre es, wenn Sie hier zur Straße zeigen. Ah, perfekt. So wie da hier zur Straße zeigen. Okay. Okay. Ich hätte die 2 Ballen vielleicht ganz oben drauf gestellt. Herr Blümchen, ich habe da mal noch eine Frage. Ist das egal, ob das ein bisschen schief auf halb 8 aber dennoch übereinander steht? Oder wie bewerten Sie das ich Ganze? Ich glaube, es wurde gesagt, es soll so aussehen, wie es hier ist. Genau. Ist ja auch genau so. Dann ist es ja relativ einfach zu verstehen. Ich möchte noch, damit wir hier nicht zu lange rumdoktern, weil Herr Dr. Held und ich, wir sind Profis, wir wissen, wie sowas geht, das geht dann schnell. Sagen Sie es nicht. Wir hätten dann ein Zeitlimit von 10 Minuten, also allerhöchstens. Okay. Oh, krass. Ah, okay. Okay. Ich denke, das wird schwer. Ja gut, na dann, viel Glück. Ja, dann auf geht's, viel Glück euch, ne? Wir müssen direkt anfangen oder müssen wir warten noch? Ich werde dann gleich sagen, wann es losgeht. Bitte den Motor alle ausschalten, wir achten hier sehr auf die Umwelt. Genau. So, alle bereit? Ja. Ja. Dann 3, 2, 1, go! Junge, fahr doch. Das ist übel. Oh! Ups! So. Die Konzentration hört man quasi. Phänomenal. Ja, also der Anfang sieht bei allen schon mal ganz gut aus. Das ist ja auch nicht schwer bis jetzt, ne? Herr Regner startet dann besonders innovativ. Ah, perfekt, so wollte ich. Nein! Verdammt! Was soll das? Das ist Schmu! Herr Schlossberg? Ja? 2 auf einmal? Bitte? 2 auf einmal? Ja. Warum? Kann man auch machen. Nein! Beim Herr Ackermann ist schief gegangen, wie man sieht. Ja, so langsam, also... Sieht überall ungefähr gleich aus. Die einen haben Eho ein positives System, die anderen eher ein negatives beim Ballenbauen natürlich. Junge, was ist der? Scheiße, Alter.
Das war ja wohl nichts. Bei Herr Regner sieht es sehr gut aus. Ja. Also fast. So noch nicht. Ja, das wird so nichts. Ich wollte halt hier Stütze benutzen, Leute, aber. Also ein Turm oder so. Fertig. Ja, der Herr Regner ist fertig. Ich gönn's dir, Guido. Gut es gemacht. Gut gemacht, Junge. Wow, das war Rekord, oder? Motor ausgeschaltet, sehr vorbildlich, natürlich. Dankeschön. Ich merke, die anderen haben nicht nachgedacht, oder? Könnte man fast so sagen. Also Jungs, wenn ich euch einen Tipp geben darf er das? Nee, die kämpfen ja noch. Nein, 2, 3, oder? Geh auf deine Seite kämpfen. Und lass uns jetzt machen. Wir haben okay, dann guck abgelenkt. Ich einfach mal zu. Ja, wäre sehr lieb. Den Tipp geben wir gleich. Hey, Herr, Held. Held. Dr. Held. Es gibt ein High Five, oder? Allerdings. Okay. Prima. Bin ich jetzt ein bisschen stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin. Aber bei Herrn Ackermann, also gerade. Hey! Ja, bei Herrn Meser ist wieder umgefallen. Man hat das Gefühl, manche verstehen es immer noch nicht. Jungs! Nein! Vielleicht denkt ihr nochmal drüber nach an die Herangehensweise. Oh, Guido! In die Beine rumbacken, Junge! Das soll nur ein Tipp sein, also. Ja, ich mein, du kannst nur nach 8 Minuten so probieren, es wird nicht funktionieren. Ja, ist doch egal, lass uns doch jetzt machen. Sonst schauen naja, dann auch geb immer. Ich halt den, dann gebe ich halt den Herrn Meser noch einen Tipp. Ja, aber gerne. Sonst schauen auch immer alle bei den anderen. Wieso haben sie es diesmal nicht getan? Das gibt's doch nicht. Ja, weil er zu weit hinten war. Ich habe ihn hier von hier gar nicht gesehen. So gut sind meine Augen auch nicht. Ach doch, schon so alt. Ja. Also, ja. Herr Regner, ich bitte Sie. Also nee, ich enthalte mich auch einfach. Ist ja nicht gewünscht. Also ich hätte es angenommen, sag ich mal, ne? Also ich würde gerne an alle einen Tipp geben. Es ist nicht immer das Schlauste, von unten nach oben zu arbeiten. Ja, ich hätte auch eigentlich vor, erst den oberen Ballen in die Luft zu hängen. Vielleicht nicht den obersten. Herr Meser, ein bisschen mitdenken, ist noch keiner gestorben. Aber wir wollen sie auch nicht herausfordern, stimmt. Bin ich nicht so gut drin. Also hat den Tipp einer verstanden? Nee. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Also ich kann ja nicht, also wenn ich nicht unten anfangen soll, oben kann ich nicht anfangen, weil es kann ja nicht fliegen, so. Okay, das ist sehr gut kombiniert, muss ich sagen. Dann bleibt ja nur noch eins. Ich fange in der Mitte an, aber die habe ich ja so schon mal hingelegt. Aha. Ach okay. So, ach so, ach so, warte mal, ach so. Hä, nee, doch, ach so, mal gucken. Aber das wird ja voll das Gefuddel. Aha, Herr Meser, das sieht interessant aus. Ah, ein Filou. Aha, der Schlussberg ist schon mal gar nicht schlecht. Herr Ackermann hat es jetzt auch so ungefähr. Ja, jetzt sind wieder alle drei auf einem Tempo. Mist, das sind nur drei. Ach, Scheiße. Oh, nee. Der Ackermann passt so nur auf, dass er da nicht so auf die Straße kommt. Der Händler ist hier ziemlich viel am Rumrasen. Ja, hier gegangen. Ja, Herr Schlossberg, das sieht gut aus. Und das hat der Herr Regner direkt erkannt, dass das so funktioniert, oder was? Ja. Anscheinend, wir haben es ihm vorher nicht verraten. Löblich, löblich. Also, dass man die nicht links und rechts da draufstellt auf einen einzelnen, das war mir von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. Weil das kann nur schief gehen. Regner, Achtung! Deswegen habe ich so gedacht, baust die zwei Stück hin, einen drauf und dann stellst du die einfach da oben drauf. Fertig ist. Hat der Herr Ackermann auch versucht. Oh, der Herr Schlossberg, jetzt nicht nach oben. Ja. Oh, das ist aber das Kniffligste. Da habe ich auch geschwitzt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich wirklich geschwitzt. Herr Schlossberg, ganz langsam. Oh. Ja, genau. Ei, 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 ei.
das Gefühl, da hat kommt einer, der Leser, das wird ein Kopf an Kopf einer die Tasten richtig stark. Oh. Finde meinen. Regner, bitte aufhören mit dieser Beeinflussung. Oh, und jetzt auch noch der Ackermann, das wird eine ganz. Oh, Kopf an Kopf! Kopf an Kopf! Fertig! Und Herr Mesa ist durch! Boah. Und. Jetzt und der Schlossberg! Herr Schlossberg durch. Herr Ackermann! Aber das war gleichzeitig, tatsächlich. Na, nee, der Herr Ackermann war ein bisschen später. Ja. Hä? Definitiv. Okay, krass. Wer ist in die Jury? Okay. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Was? Wobei Ackermann auch seitlich steht, ne? Er soll ja genau gerade zur Straße gucken. Ja, und keine Päpst, das ist ein Meter Papst, Junge. Doch, es wurde gesagt. Ja, aber schlechter als genau letzter kann er auch nicht werden. Ja, so wie der da hinten steht und der steht kerzengerade. Aber vielen Dank für Ihre Hilfe, es hat ja dann doch irgendwann geklappt. Sieht gut aus, also. Schön. Wir hoffen, diese drei, diese vier Kunstwerke locken die Besucher an. Ja, ja, aber man muss sagen, es war natürlich, also ich finde sehr gut, dass das etwas knifflig war. Ja, doch. Das war, es sind zwar nur vier Ballen, die man übereinander stapeln muss, aber natürlich, so einfach geht's halt nicht. Das ist natürlich clever, ja, dass der obere schon drauf sitzen muss, damit er die daran hindert, auseinander zu kippen. Ja. Naja, gut. Das hat quasi der Guido klasse gemacht. Ja, 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 ja. Muss man, ne, warum auch nicht? Ja? Man muss auch Anerkennung zeigen, wenn sie angebracht ist. Ja? Nee, ich habe das Gefühl, das könnten manche nicht. Aber was denn jetzt der Preis? Viel wichtiger. Ja. Ja, der Gewinner kriegt alle Ballen. Und der zweite Gewinner? Die alle Teleskoplader. Nee, ja, ich wollte gerade sagen, könnte ich einfach alle Teleskoplader haben? Nee, der zweite kriegt Rum und Ehre, genau wie 3 und 4. Ja, gerne. Also Glückwunsch nochmal an den Gewinner. Wirklich, also gut gemacht. Wirklich, muss man. Das ist nett von euch. Danke. Und ganz ehrlich sagen, danke, gut um die Ecke gedacht. Bin ich gleich, finde ich toll. So. Hast du einen Ballenwagen, Guido? Ja, brauchst du hin. Hast du einen Ballenwagen für Rundballen? Das Kuriose ist, ich bild mir ein, ich hatte einen, ich weiß nur nicht mehr, wo er ist. Du hast doch bei mir mit dem immer abgefahren, oder nicht? Was soll denn? Naja, aber er ist weg. Wie weg? Verdünstet? Ich weiß nicht, wo er ist. Quasi so weg wie die Mehl. Also. Ja, so weg wie die Mehlproduktion, ja, wie die Joghurtproduktion, also im Grunde alle Produktionen. ja. Also ich muss da mal fragen, ob der irgendwie, ob der ortbar ist oder sowas. Keine Ahnung, ob man den orten kann oder so. Aber Herr Regner, wir würden Ihnen die Ballen vorbeibringen. Ach, oh, das wäre natürlich noch besser. Was ist denn das Heu? Ja. Gut, wir sind dann ja hier durch, oder? Eine Sache hätte ich noch. Das ist aber schon reinig. Sorry. Aber ich wollte nur noch erwähnen, dass das Ergebnis natürlich in die Jahreswertung mit eingeht. Also und bringt ja 2, 3 und 4 doch was. Genau, deswegen nicht zu enttäuscht sein. Herr Schlutzberg, Sie haben das auch sehr gut gemacht. Ich bin nicht enttäuscht, alles gut. Ich habe einen Arsch voll Arbeit, ich muss Felder ernten, alles. Ja, das haben wir alle, glaub mal. Gut, ja, dann will ich Sie auch nicht weiter länger aufhalten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso, danke schön für das. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, gerne, immer wieder gerne. Ja. Ja. Danke. Also, Herr Blümchen, wenn Sie das liefern könnten, das wäre super. Ich würde, wenn das okay wäre, könnten Sie das eventuell direkt zum LU hochliefern in die Mischrationenherstellung. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Alle. Okay. Mal gucken, ob der Guido dann mal hierher kommt. Müssen das gleich nutzen. Wir müssen mit dem Guido reden. Wenn wir immer hier stehen, meine Lieben, müssen wir das nutzen. Ja, ganz klar. Okay, Challenge, die haben ja sowas von verkackt. Wollen wir einfach mal gucken. Das hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, man musste die rüber einschalten. Moin, Franz. Ja, Guido. Warte kurz. Man musste die rüber einschalten. Das fand ich halt echt cool. Also hat Spaß gemacht, oder, Franz? Ja, auf jeden Fall. Hast du gut gemacht. Warum kann man nicht mehr gerade? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich habe dieses Teil dort gesehen und habe direkt gedacht, das funktioniert nicht. Das wird niemals funktionieren. Den da links und rechts, oder, weißt du? Ja. Naja, pass auf, egal. In diesem Sinne aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Wir sind erstmal raus und ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.